Oh mein Gott, ich bin so süchtig nach Helium. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich weiß, Helium, das hat man schon so vor 5 Jahren gemacht, aber es macht immer noch Spaß. Ich habe diesen Luftballon jetzt schon seit 2 Wochen in meinem Zimmer und er fliegt immer noch. Das ist so krass, ich glaube. An Gott, den Vater, den Allmächtigen. Sie sprechen vom Heiligen Krieg. Sie sehen sich als Märtyrer. Andere Religionen sind für sie Ketzerei. Klar denken sie, es geht um radikale Islamisten. Nein, diesmal nicht. Diesmal geht es um radikale Christen. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute einen Prank, der war auch nochmal witzig und ich glaube, ich skipp gleich um, ey. Das ist nicht normal. Ich hab da so ein Piepen jetzt in meinem Hals drinne. Okay, die Idee für den Prank ist ganz easy. Ich bestelle mir Blumen, lasse mir die von einem persönlichen Blumenkurier liefern. Und auf dieser Grußkarte, die man dazu bekommt, die man kann auch kostenlos dazu bestellen, steht halt so ein Text drauf wie: Ey, du Fotze, ich hab dich mit deiner Schwester betrogen, ich hasse dich, bla, bli, blub, fick dich. Nee. Und halt so ein bisschen böse Wörter und so nicht so ein schöner Text, den man eigentlich nicht zu Valentinstag bekommt. But there's one problem. I only can speak and understand English. So the flower bote has to translate me what's standing on the greetings card. Und ich glaube, das ist sehr unangenehm für ihn. Hoffentlich. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Prank und hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn ich weiter Pranks machen soll. Woohoo. Also, let's go. Okay, Blumen in jede Stadt versenden. Alles klar, 69 Euro. Nee, Mann, ich will sowas Kleines. Unter 20 Euro, das hört sich auch nochmal gut an. Okay, mein Absender heißt jetzt Brigadier Giro. Nice. Hä? Mach ich aber gleich Adresse wie der Empfänger. Wir wohnen ja in einem Haushalt. Ich mit Brigadier Giro. Ich hoffe, ich kann bald seinen Nachnamen annehmen. Kim Giro. Also ich würde jetzt bei Fleurop bestellen. Ich habe aber Angst, dass die mir das nicht persönlich liefern. Deswegen rufe ich da jetzt auf jeden Fall erstmal an und frage die, ob die auch mir die ganzen Sachen persönlich bringen. Welche Nummer ist nicht vergeben? Warum? Die Nummer ist nicht vergeben. Oh ja. Nummern sollte man auf jeden Fall schreiben können. Whoopi. Hey, was ist das denn jetzt? Oh mein Gott, ich habe wahrscheinlich so eine Kurzwahl für Selbstzerstörung des Handys gedrückt. Herzlich willkommen bei der Fleurop AG. Hallo. Sekunde, drücken Sie bitte die Taste 1 an Ihrem Telefon. Derzeit sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Wie viel habt ihr? 2? Haben wir keine Musik oder so? Die Fleurop, Jana Grimstein. Hallo, guten Tag. Darf ich mal fragen, wenn ich jetzt im Internet Blumen bestelle, werden mir die dann persönlich gebracht? Adresse eingeben, ja. Ach, okay. Ihr könnt auch Ihre eigene eintragen. Nein, also nur, dass es persönlich übergeben wird. Ich will mir die ja nicht selber bestellen. Ich will mir die ja nicht selber bestellen. Nur, dass die, dass die persönlich vorbeigebracht werden. Ja, dann müssen Sie auf jeden Fall einen Strauß wählen, nicht aus der Rubrik unter 20 Euro. Bruh. Okay. In der Rubrik 120 Euro sind, da haben Sie Produkte, die werden per DHL geliefert. Okay, also diese ab 25 Euro da, die werden dann... Bitte? Zum Beispiel die für 24,99 Euro werden dann persönlich überbracht, oder? Bla 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 bla. So Leute, und das ist das Wichtigste, persönlich überbracht von einem Floristen vor Ort. Okay, sehr gut. Oh nein, wenn das die ist, die da ist, dann tut mir das vielleicht, das sieht unnormal nett aus. Ich werde das Ganze jetzt bestellen, würde ich sagen. Ja, ich möchte für diesen Auftrag den Klimaschutz mit 1,20 Euro unterstützen. Newsletter will ich unbedingt abonnieren. Wuhu, nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann sind 31,95 sowas für den Arsch. Ich lese euch jetzt einmal den Grußtext vor. Du scheiß Schlampe, ich hab dich mit deiner Schwester betrogen. Sie meinte, damit es nicht auffällt, soll ich dir Blumen schicken. Aber du bist mir scheißegal, du Mutter. Ich bin jetzt mit deiner Schwester zusammen. Also fick dich. Okay, vielen Dank für Ihren Fleurop auf... Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Fleurop. Ich sag Fleurop. Auftrag. Herr Gurum. Chilliger Name, oder? Okay, es hat jetzt geklingelt. Guten Tag. Hallo. Hallo. Oh, na, me. It's for me. Sind Sie das hin? What? Sind Sie das hin? Yes. It's for me. From who is it? I don't know. Wait,
Tommy, I don't know from who is it. It's from you. No, no, from me. Not from me. From... Can you tell me from who is it? How are you? Are you with it? Are you with this? Yeah, it's me. Oh, okay. But... That's German. I can't read this. Can you tell me what is it? No. No, it's not good text. No good text? What does mean not good text? It's no good. Like, what do you mean with no good? Okay, this is no good. But it's from my boyfriend, or? Yes, from your boyfriend, or, but this is no good. I know. Can you translate? Because my boyfriend always makes jokes. It's no. I'm a man. Why? So I have to translate it to Google or what? Difficult. Still difficult. Difficult? Yeah, this is difficult. Is a no good letter. So what's he telling me? Okay. You can't tell me? Or can you translate it? No. Please, because I have to call my friend. It's very difficult. Yeah, it's no good. It's no good? It's better when you have a girlfriend or der ist liest. Ich möchte das nicht lesen. Ich möchte nicht übersetzen. I want no translate. Alright. Okay. Okay, so I will do it on the internet. Okay, it's no good. So. No good? Okay. Sorry. Alright. It's from your boyfriend. Yes. This, the boyfriend. The way it is. Yes. Alright. Better. Alright. Okay. Okay. Bye. Bye. Lochblech meines Lebens. Du scheiß Schlampe, ich hab dich mit deiner Schwester betrogen. Sie meinte, damit es nicht aufhört, soll ich dir Blumen schicken. Aber du bist mir scheißegal, du Nutte. Ich bin jetzt mit deiner Schwester zusammen, also fick dich. Also no good text. Was war das für ein? Das war so ein älterer. Oh mein Gott. Leute, ey. Oh mein Gott, ich muss erstmal drauf klarkommen. Okay, ist halt auch wieder. Ich hoffe, ich stand nicht im Weg. Ich hoffe, ihr habt's gesehen. Oh mein Gott, wie witzig war das, bitte. Er tut mir ja schon ein bisschen leid, ich konnte es jetzt auch nicht auflösen, aber er hat auf jeden Fall was zu erzählen und es war nicht so langweilig für ihn und es ist mal was los in seinem Leben. Und ich finde, man könnte das Ganze eigentlich noch viel mehr übertreiben. Also ich habe ja so voll low eigentlich nur so gefragt, oh, it's not a good text. Und eigentlich könnte man richtig ihn dazu zwingen, das zu übersetzen und man würde das safe hinbekommen, auch wenn man vielleicht nochmal einen anderen Menschen da stehen hat. Und... falls ihr Bock drauf hättet, dass ich nochmal so richtig übertreibe mit Wein und dies und das und Janus, dann schreibt einfach in die Kommentare Caramella for Prankcident. Checkt ihr das Wortspiel? Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me please, fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.